Willkommen, liebe Freunde, endlich mal wieder auf unserem Kanal. Ihr seht heute von Prora, Insel Rügen, der Koloss von Prora. Wir haben einen kleinen Abstecher gemacht. Wir wollten unbedingt mal vorbeischauen, was sie so in den letzten Jahren getan hat, wie es dort jetzt aussieht, ja, wie sich das halt alles so entwickelt hat. Und wenn euch das interessiert, ne, Tommy war natürlich auch dabei, unser Camper auch, ja, dann bleibt einfach dran, ne? Hier seht ihr in den Videoaufnahmen, ja, leider in wenigen Drohnenaufnahmen, weil es war wirklich so viel Wind und Böen. Ihr seht, wie die Drohne wackelt. Naja, aber ein bisschen was haben wir eingefangen. Also, bleibt dran. Hallo, wir sind Anna und Dennis und unser Sohn Tommy hat frühkindlichen Autismus. Ein Leben zu Hause ist mit Tommy unvorstellbar und äußerst schwierig. Doch er liebt das Autofahren. Also haben wir uns letztes Jahr dazu entschlossen, ein Van auszubauen und so oft wie möglich mit Tommy die Welt zu entdecken. Und wir sehen, es hilft ihm. Es hilft ihm sehr. Er entwickelt sich und ist überglücklich. Also sei dabei, abonniere unseren Kanal. Bis dann. Ja, ihr seht, ja, was ich vorhin gesagt habe, im Prora, es war ordentlich Wind, es kam auch Gewitterwolken vorbei, aber komischerweise und Gott sei Dank kam da kein Wasser raus. Ja, und ne, das hat sich dann so ein bisschen aufgeklärt. Aber an Drohne fliegen war halt nicht mehr zu denken. Ne, das sah schon sehr kritisch aus. Und hier seht ihr einen neuen Komplex, also was sie daraus gemacht haben, aus der Ruine von Prora. Ja, das ist teilweise, was wir gesehen haben, naja, Hotel oder Pension, aber auch, naja, Wohnungen, ne? Wohnungen, die da entstanden sind, und das sieht alles wirklich sehr schön aus, ne? Und ich finde, guck, hier seht ihr den Abstand zur Ostsee, zum Strand, also, naja, auch mit dem geschichtlichen Hintergrund muss jeder für sich selber entscheiden, aber an so einer Stelle zu wohnen ist natürlich nicht schlecht, ne? Ja. Ja, das Wetter, das macht uns irgendwie einen Strich durch die Rechnung und schon wieder kommen solche Gewitterwolken. Ja, schützen wir uns halt so ein bisschen im Auto, aber es soll ja wieder aufklaren, ne? Also wir setzen dann unsere Besichtigungstour in Prora weiter fort. Wir sind begeistert, ne? Wir sind begeistert, was da wirklich so entstanden ist. Das ist der absolute Wahnsinn, ne? Das stand so lange dort brach oder war militärisch genutzt. Von daher super. Eine richtig schöne Gewitterwand. Aber es kommt irgendwie nichts raus. Tommy, da musst du wohl weiter schlafen. War doch gerade mal wach, der Krebel. Nee, da kommt nichts raus. Ja,
Also ich kann euch sagen, da ist wirklich so eine Menge passiert. Und wer da mal auf Rügen ist, der sollte einfach mal am Prora vorbeifahren, sollte sich das mal anschauen. Also es ist schon geschichtlich sehr interessant. Und aber auch zu sehen, was jetzt daraus gemacht worden ist, dass es halt nicht gesprengt wurde oder abgerissen, ist auf jeden Fall für mich sehr positiv. Und ja, schaut es euch einfach mal an. Insel Rügen ist eine Empfehlung, ne? Ja, und ich gebe euch gleich mal noch so einen kleinen Ausblick auf die nächsten Videos, weil wir haben Tonnen an Videomaterial, ne? Wunderschöne Drohnenaufnahmen und ja, was soll ich sagen? Litauen, Estland, Lettland, Russland, ne? Also wir sind 10.000 Kilometer gefahren, deswegen war das hier sehr ruhig auf dem Kanal. Ja. Ihr könnt gespannt sein. Ne? Ja. So ein schöner Zug, ne, Tommy? Mhm. Das ist der aus Outside und das war vorne cool. Mhm. Das ist